R-E-W-I-N-S-I-D-E. Was? Hi Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog. In meinem Zimmer stinkt es extrem nach Scheiße, seitdem wir hier Silvester gefeiert haben. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich wisch gerade jeden braunen Fleck am Boden weg, in der Hoffnung, dass das der Kackfleck ist, der hier so stinkt. Es hat sich aber schon ein bisschen geändert. Ich glaube tatsächlich, dass jemand in den Müll geschissen hat. Den haben wir nämlich jetzt schon in den Flur gebracht. Weil, guck mal, warte mal. So, Paul, riech mal da dran. Nimm mal so eine richtige Nase. Das ist nicht das, wo Scheiße ist. Das ist nicht das, wo Scheiße ist, ne? Nein, das ist nur noch Energy. Okay, warte, dann habe ich noch einmal einen Müllbeutel. Was ist hier, feine Shit oder was, Alter? Ist es das? Das riecht so vergammelt einfach, weißt du so. Aber das hat ja nach Kacke gerochen, nicht nach vergammelt. Egal, Leute. Du kommst zu einem wunderschönen Vlog. Wir werden jetzt ein paar Aufräumarbeiten hier im UFO machen, weil vielleicht könnt ihr erkennen, dass hier noch ein bisschen was an Müll übrig geblieben ist. Es ist tatsächlich nichts kaputt gegangen. Ich glaube sogar, dass keiner der Nachbarn mitbekommen hat, dass wir gefeiert haben. Falls jetzt jemand dieses Video sieht, wäre es natürlich doof. Wir hatten ja nicht viele Leute hier. Wir waren maximal 10 Leute oder sowas. Oh. Ich dachte nicht, dass die UFO-Party so geil wird. Ich dachte, die wird boring. Thomas, was geguckt? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt direkt mal ein paar Kisten organisiert, Leute, die wir für 4 Stunden Stream noch übrig haben. Ich dachte, ich dekoriere mal hier ein bisschen um. Bringt euch noch ungelogen locker 200 Euro an Pfand weg. Wir werden das ganze UFO jetzt mal ein bisschen bei mir im Zimmer umbauen. Dann werden wir uns überlegen, Leute, neues Jahr. Wir fangen direkt ordentlich an. Wir misten alles direkt mal aus, was wir nicht gebrauchen können. Verschicken heute schon die Gewinne vom 4 Stunden Stream. Falls ihr gewonnen habt, meine Freunde, oder falls ihr denkt, ihr hättet gewonnen, dann schaut auf jeden Fall mal den Twitch-Link in der Beschreibung an. Da könnt ihr nämlich sehen, wie wir die Gewinne auslosen. Und falls ihr dabei seid, dann guckt auf jeden Fall in eure Twitch-DMs, damit ihr euren Gewinn auch entgegennehmen könnt. So. Thomas, ich würde sagen, Izzy hat ja hier schon mal ganze Arbeit geleistet, ist hier schon mal halbwegs ordentlich. Der Boden klebt zwar noch seltsam, überall finden sich seltsame Gerüche und Exkremente, aber das kriegen wir schon hin. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, mit dem neuen Jahr ordentlich sauber zu machen. Hey, we wanna party! Schluck, schluck, schluck. Ja, du musst dir auch was sagen. Ah, nee, jetzt hast du den Mund ja voller Wasser. Oh Mann! Das könnte vielleicht sein. Also ich weiß ja nicht. Die sind jetzt halt schon... Ja, warte mal, die sind ja noch gut, Paul. Die sind abgelaufen am 1.10. Moment. 1.10. Das Ding ist schon länger im UFO als ich. Also ich würde sagen, bei 500.000 Likes essen wir dann einen Scheiß, machen wir. Ja, wir haben halt immer noch nicht erörtert, warum es hier so gestunken hat, aber irgendwie ist der Geruch weg. Wir haben jetzt folgenden Plan, Leute. Ich kann mir mal ganz kurz... Junge, ich finde hier einfach so viel Alkohol, der nicht mir gehört. Genau. Ich habe ein Problem. Pass auf, wir haben folgenden Plan. Wir werden diesen Schrank gleich einmal komplett ausmisten. Mein Hintergrund wird es eher offener gestaltet werden, beziehungsweise ich packe hier einfach die 2 Greenscreens hin. Thomas sitzt jetzt da. Der ganze Kram wird heute abgeholt, weil das sind eure Gewinne. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war echt ein Fehler auf dieser Party, der Einzige zu sein, der keinen Schlüssel hat für seine Tür. Deshalb riecht mein Zimmer noch kacke und bei den anderen nicht. Ja. Naja. Das hier, Leute, ist die Original-Castle-Tastatur im YouTube-Haus. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, sich davon zu trennen. Soll ich mal versuchen, Thomas? Versuch. Lass den Rage reinlaufen. Ja, schön. Spastisch. Aber die Tasten halten noch. Und ich bin mir sicher, bei der Qualität von Rocket funktioniert das Ding immer noch, Alter. Das ist die Original Castle Rush Tastatur, Leute. Und ihr seht, wie unglaublich viele Tasten da fehlen. Und die sind eigentlich nochmal mit Eisenhaken hier festgemacht. Alles rausgeboxt. Alles zerstört, Mann. Junge, das ist ein Leben, Alter, weißt du? Du bist Cutter, sitzt hier, zockst GTA und frisst Chips. Ich bin nicht dein Cutter. Was denn? Ich hocke einfach nur. Du sitzt einfach nur im Büro, guckst dir Cold Mirror Videos an und spielst GTA und isst Chips. Ja. Und trinkst auch Tee. Apfelsaft. Locker leben und hast für alles nicht mal was bezahlt. Das schon. Ich arbeite hart. Alles klar, Leute. Ich suche übrigens neue Angestellte. Bewerbt in den Kommentaren. Ciao. Okay, Leute. Kurze Zwischenbilanz. Ganz kurz. Hab ich dein Gesicht getroffen? Nee, alles gut. Leute, ganz kurz. Folgendes. Ich dachte, das wäre cool. Wir haben jetzt hier ein bisschen aufgeräumt, Leute. Und ihr seht schon, dieser Schrank ist jetzt endlich mal wieder ordentlich. Wir haben alles ausgemessen. Hier liegt jetzt mein Merch drin. Ich habe gerade noch ein riesiges Paket von Lego bekommen. Fettes Dank dafür, Leute. Richtig nice. Wir haben hier, wie gesagt, den kompletten Schrank einmal sortiert und alles soweit ausgeräumt, was da nicht mehr reingehört. Wir wollen uns jetzt hier die Ecke quasi noch ein bisschen herrichten, dass wir hier unsere Stative hinstellen können und so weiter und so fort. Ich werde mir auf jeden Fall einen neuen Schreibtisch bestellen. Thomas kriegt dann wahrscheinlich diesen Schreibtisch, der da vorne gerade ist, Leute. Und dann werden wir hier auf jeden Fall mal gucken, dass wir ein einheitliches Team reinbekommen. Weil es ist gerade noch so ein bisschen Kuddelmuddel. Ich überlege noch mit diesem Sofa, was wir damit machen sollen. Vielleicht schmeiße ich das wieder raus. Ich kann euch aber ganz kurz das UFO führen, wie es hier gerade aussieht. Also hier in meinem Zimmer sieht es schon halbwegs anständig aus, adäquat. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt mein ganzes DJ-Equipment hier bei mir stehen habe. Dann kann ich dann nämlich immer noch zugreifen, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich das zu Hause fast nie gemacht. Hier ist wie gesagt noch eine Menge Müll. Wir haben jetzt hier schon mal die Boxen abgebaut. Hier ist gleich noch abgeholt werden. Das Regal ist abgebaut, der Kühlschrank kann abgeholt werden. Wir haben das an Pfand. Wir haben das hier. Wir haben das hier alles, wir haben diese Tüte, wir haben den ganzen Schrank voller Pfand.
For real, ich glaube, dass wir wirklich über 100 Euro Pfand rauskommen. Und die werden wir dann irgendwie dafür nutzen, hier einmal eine Putzkolonne durchzuschicken. Und dann sind wir eigentlich soweit wieder sauber. Und dann können wir uns mal gemeinsam Gedanken machen, meine Freunde, wie wir mein Zimmer einrichten. Denn ich wollte später nochmal eine kleine Session dranhängen an Möbeln. Ich weiß, das ist schon längst überfällig bei mir, Leute. Aber es ist, glaube ich, an der Zeit, mein Büro ein wenig sauberer zu machen. Da würde ich gerne wieder euer Feedback zu haben. Ich zeige euch gleich mal ein paar Sachen, die ich mir gleich raussuchen werde. Und dann könnt ihr mir dann einfach mal sagen, ob ihr das gut findet oder nicht. Es ist heute ein sehr spontaner Blog. Wir wollten heute einfach, wie gesagt, erstmal ein bisschen ausmisten hier. Morgen geht es ganz normal weiter mit Gaming und zweiten Video wieder um 18 oder 19 Uhr. So ein Dreh irgendwie, ihr kennt das Leute, mal so. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir 20.000 Euro gewinnen. Nicht mit Bitcoins, sondern mit Pfand machen. Yeah. Ups. Boah, Alter, was ist das denn? Junge, wer hat denn sowas hier mitgebracht? Easy, ganz ehrlich, Mann, wir stehen da wie die letzten Assis. Wir stehen da wie die letzten Assis hier. Das müssen meine Freunde gewesen sein. Das müssen Easys Freunde gewesen sein. Ja, also Leute, jetzt wo wir ein bisschen eher in die Tiefe gehen und das Kotproblem sich in meinem Zimmer gelöst hat, fällt dann doch auf, dass im Gemeinschaftsraum der Boden zumindest ein wenig gelitten hat. Aber wir haben ja sowieso vor, das ganze Büro nochmal mit Teppich auszulegen, mit schönem grünen Teppich kommt hier am Boden. Easy? Ah, ja, stimmt. Das war ja von Anfang an der Plan, ne? Das war ja von Anfang an der Plan. Dieses Jahr machen wir das dann auch. Weil Teppich, Leute, ihr wisst, Teppich ist viel pflegeleichter als Parkett. Da kann man mal schön reinsitzen. Das zieht einfach ein, das ist überhaupt kein Problem. Der Vermieter sich auch gewünscht, glaube ich. Der Vermieter sich auch gewünscht. Easy, möchte noch ein Gummibärchen haben? Hier liegt noch was. Oh, sehr geil. Hier, lecky. Ja, ist natürlich auch geil. Da sieht man auf jeden Fall auch, wie Felix und ich uns aufs neue Jahr vorbereitet haben. Beide gar nicht und wir filmen einfach beide, wie hier aufgeräumt wird. Also, wenn ihr den identischen Vlog nochmal bei denen aus seinem Zimmer sehen wollt, dann schaut einfach mal da vorbei. Hast du gehört, Felix? Da sieht man mal, wie gut wir beide uns auf das neue Jahr vorbereitet haben. Denn, wie gesagt, man kann den gleichen Vlog wie bei mir nochmal bei dir sehen, nur aus deinem Zimmer. Wie du halt aufräumst. Also das ist auf jeden Fall Top-Content wieder hier. Felix, möchtest du noch eine Flasche Wodka haben? Die habe ich hier gerade unter dem Sofa bekehrt. Das ist mein Geschenk zum neuen Jahr an dich. Ist auch echt, da steht auch Premium-Wodka drauf. Kaliskaya. Wer hat den gekauft? Das müssen Isis Freunde gewesen sein, hat er gerade gesagt. Müsste hinkommen, ja. Ja, also hier. Danke. Nee? Ich bin schwanger. Du bist schwanger? Ja. So. Paul, du hast aber hier einen Dreck gemacht, auch an dem Abend, ne? Weißt du, du sagst es halt so aus Jokes, so, ich weiß es halt nicht. Ja, das Ding ist, kann halt wirklich Thomas und du und Thomas, ihr seid so ausgerastet, Alter. Weißt du, da nein, hast du das ist doch gar nicht. Zwei klingt nicht. Und Leon und Ilja, alle sind sie hier ausgerastet, mhm. Alter. Ilja war gar nicht hier. Hose ausgezogen und. Und hier überall Urin am Boden. Das ist aber Alltag. Ja, mir fällt es gerade ein, Leute. Und zwar ist nämlich an dem Abend, wo wir hier gewesen sind, die Feuerwehr kurzzeitig aufgetaucht, weil zwei von deinen Gästen Aufzug stecken geblieben sind. Der Aufzug ist jetzt kaputt. Wer kommt da gerade? Hallo Freunde, was ist das? Helioflasche. Ja, brauche ich auf jeden Fall eine Helioflasche, super. Hör auf, bitte mit dem Fahrrad durchzufahren, Felix! Oh. Und du hast den Besen verbogen. Ganz ehrlich, Leute. Das hier ist meine kleine private Schatzkammer gewesen. Hier habe ich alles gehortet, hä? Hier ist so viel drin, hier. Flaschen aus dem 18. Jahrhundert, Bundaberg. Sehr wertvoll, gute Pfandanlage, meine Freunde. Dann hier, Coca-Cola Pfandanlage. Das Ding ist, hier sind tatsächlich nur Softdrinks drin, weil wir eigentlich während der... Nee, sie brauchst gar nicht jetzt anfangen, hier darüber zu räumen. Wo bin ich denn dran? Ja, ach Mann, hier sind nur Softdrinks drin. Und viele Leute sagen immer, Glas ist zu schwer, pipapo. Leute, das ist bares Geld, hä? Schön beiseite stecken. Dann werden wir gleich richtig schön davon lecker essen gehen. Oder halt im ersten Fall hier einen Putztrupp bezahlen. Aber wenn die anderen das nicht merken, dann kaufe ich mir dafür schön lecker Essen, Klamotten, 2 Monate Miete. Ich bin sehr optimistisch, was den Betrag hier angeht. Thomas, wenn du jetzt möchtest, du hast ja eben schon 2 Minuten GTA gespielt als Pause. Dann kannst du jetzt hingehen und den ganzen Müll runterbringen und ich gehe Pfand wegbringen. Ja, aber ich muss ja filmen. Perfekt, Thomas, super. Perfekt, dann machen wir das. Ah, alles klar. Guck dir das an. Pfandparadies am Anakoin, Leute. Schaut mal her. Boah, Alter. Tüten voller Gold. Dieser Aufzug, ich schwöre. Ja. Ganz ehrlich, warte, nimm mal die Kamera. Diesem Aufzug ist einfach alles egal. Ich stehe hier drin, Leute, und der zerquetscht mich einfach. Mann. Diesem Aufzug ist alles egal. Der ist an Silvester auch einfach stecken geblieben. Egal. Schaut euch das mal wieder an. Jetzt wird endlich 2018 rasiert, Leute. Ich habe gesagt, 2018 werde ich großes Geld verdienen. Und das ist der erste Schritt. Yeah! Boah, Leute. Guckt's euch an. Alles voller barem Geld. Das ist es, Alter. Das ist wie eine Postkutsche im Wilden Westen, wenn wir jetzt überfallen werden. Ganz ehrlich, Leute. Ich bin erstmal raus hier. Schaut euch das an. Ganze Geld hier. Ja, Leute, es war auf jeden Fall richtig gut hier. Mokoba ist jetzt schon bei 20 Euro, ich bei 30. Das
5 Engagement plus. Ich würde sagen, wir schalten jetzt mal ganz kurz den Turm aus und schauen, wie es mit dem Müll aussieht. So, dann bringen wir mal den Müll raus. Rewe, wie kannst du hier sein, obwohl du doch eigentlich gerade Pfandflaschen rausbringst? Oh, ich verstehe es nicht. Naja, auf jeden Fall. Lass mich rein. Leute, ich komme wieder, ne? Ganz Büro einfach umgeräumt. Jetzt steht der Schrank da. Donny liegt hier. Der ist nur gewöhnt. Thomas sitzt jetzt hier. Jetzt ist alles richtig ordentlich, Leute. In meinem Zimmer zumindest. Aber hier im Flur sieht es aus wie eine Scheiße. Thomas, ganz kurz. Wir haben richtig fett Cash gemacht. Ich gehe noch ganz normal bei denen an. Oder wie viel? Hey Felix, willst du wissen, wie viel Geld ich verdient habe mit Pfand? Ich schätze. 75 Euro. 75. Was sagst du? Ihr habt alles weggebaut, was alles. Ich hab. Mit auf die Kästen. Alles. 150. Was sagst 100, du? 120. 75. Felix, du hast gewonnen. Es waren 83 Euro. Hey. Jungs, ganz ehrlich, Mann, das wird ein geiler. Was? Was bekomme ich jetzt? Ja. Den Pfand, oder? Den Pfand kannst du dir bei Revo holen. Ich hab da jetzt. Also, das. In diesem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, war es für diesen kleinen spontanen UFO-Vlog. Ihr seht, wir sind hier immer noch krank am Arbeiten. Aber es wird mit der Zeit, Denk mal, wir werden jetzt den Vlog direkt durchhauen, meine Freunde, und schneiden. Ich streame heute Abend wieder um 19.30 Uhr. Also, wenn ihr Bock habt, schaltet auf jeden Fall ein. Willkommen im neuen Jahr 2017. Fängt auf jeden Fall schon Pornos an mit Ordnung und Sauberkeit. Ich hoffe, bei euch ist es ähnlich. Ich hoffe mal, dass der Fokus gerade, weil ich hier noch manuell habe, immer noch scharf auf mein Gesicht ist. Falls nicht, dann muss Thomas das irgendwie fixen. Wahrscheinlich, oder? Leute, ich verabschiede mich von diesem wunderschönen Video. Das war's von diesem geilen Vlog. Und wir haben herausgefunden, wer ins UFO gekackt hat. Es war Dr. Unbekannt. Aber immerhin ist der Kackeruch weg. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Hau rein. Ciao, ciao.